Willkommen zurück zu Joninjas Let's Plays und dem Spiel Kingdom Hearts. Dieses Mal Re-Chain of Memories aus der Sicht von Riku. Wir haben gerade Traverstown fertig und ebnen uns jetzt den Weg. Ich versuche es trotzdem wieder in der Reihenfolge zu machen, wie wir sie in Kingdom Hearts 1 gemacht haben. Das heißt, als nächstes wäre Agrabah dran. Ich hoffe, danach kriege ich nicht noch 4 Karten, aber ich hoffe einfach mal, dass die Riku-Story nicht so lange geht. Aber es ist cool, so lernt man auch gleich. Schon haben wir 2 andere aus der Organisation 13 wieder kennengelernt. Bei dem einen wissen wir noch nicht den Namen. Aber damit haben wir schon die 4. Axel, Marluxia, Laxin und Vexen, die wir in dem Part von Sora besiegt haben. Die beiden, die jetzt hier dazugekommen sind. Ist zum Glück auch noch nicht so groß, aber es könnte bei Peter Pan und Monstro könnte es ja dann größer sein. Jetzt lohnt sich ja auch, diese Freundeskarte zu nehmen. Ja, jetzt habe ich ja einen Freund. Mittlerweile ist ja Mickey zu uns gestoßen. Ach komm, einmal könnte ich auch kämpfen. Das ist ein neues Gebiet, die Gegner geben wahrscheinlich wieder mehr Erfahrung. Stimmt, und es sind neue Gegner. Bam bam. 30 Erfahrung für den letzten Gegner. Wenn ich bedenke, dass ich vorher nie so viele gekriegt habe. So, noch einen kleinen noch mitnehmen. Okay. Träge Herzlosen. Ich glaube, ich habe die Karte nie benutzt bei Sora. Höchstens mal so zum Verwerten, um Türen aufzukriegen, aber nie aktiv benutzt. Gegner bringen aber auch nicht genug Erfahrung. Ach komm, nehmen wir einen Roulette-Raum. Haben wir ja genug Punkte. Ich hoffe nur, ich werde verschont von Räumen oder von Türen, wo ich 20, 30, 40 aufmachen muss, wie es bei Sora war. Der Kracher war ja die letzte Tür. 99. Eigentlich kann ich den noch angreifen. Halt. Nein, ich wollte ihn angreifen. Weil ich krieg ja gleich eine Mickey-Karte eigentlich. Nicht? Ah, ich habe nicht angegriffen, wahrscheinlich deswegen. So, der hat 50 gebracht. Da. Harmlose Dunkelheit. Mit einer neuen. Ist natürlich cool, um große Türen aufzumachen.
Machen wir mal noch einen Begegnungsraum. So verbrauche ich wenigstens keine Karten, die mehr Zahlenwerte haben, als ich für die jeweilige Tür brauche. Ach komm, mach mal Magier. Die gehen immer schnell, die halten nicht viel aus. Elf, 21. Wenn ich nur einen Gegner mache. Ach nee, nicht einen Gegner. Vor allem nicht so einen kleinen. Einzeln. Mirakel 2. So, ich bin gerade im Esp oder was? In meinem Bonus-Ding. Aber es hat gereicht zum Level-Up. Das wollte ich doch eigentlich nur vom Bosskampf. Eine grüne 5. Glück gehabt. Gibt zwar ungern diese Karte her, aber na gut, wenn es nicht anders geht. Mal gucken, wer jetzt kommt als Gegner. Agrabah, Jafar. Yep. Der Kampf war nervig im ersten Teil. Das hat viel Schaden gemacht. Die kam ja schon geflogen, obwohl ich gar nicht. Ich habe nicht meine 8. Irgendwie ist das Timing komisch. Er macht seine Attacken und trotzdem. Die Meldung kommt viel später, als seine Attacke aber schon unterwegs ist. Da ist er. Heil mich mal. Sehr gut. Jago, wo bist du? Nein. Hier, jetzt kommt das Doofe. Ja. Das war im ersten Teil auch schon räudig. Ey, vor allem, wenn man nicht rauskommt, was soll denn der Mist? Hallo? Geht die Tacke ewig oder was? Ich konnte nichts machen dagegen. Vor allem, ich hätte die Attacke niemals blocken können. Meine stärkste Karte war eine 6. Und ich verliere Karten. Ich hatte mal 28, jetzt habe ich nur noch 23. Ah, ich habe also doch noch Dinger.
Verstehe ich nicht. Warum ich meine 8 und 9 nicht mehr habe. Ich habe die letzten Male immer diese SP-Punkte abgegradet. Vielleicht hätte ich auf KP gehen sollen, damit ich mehr Karten habe. Glück gehabt. Gut, ich hätte mich auch einfach verstecken können, aber... Eine Null ist schon mal gut. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich kann ja Kombos machen, um die Dings zu zerstören. Konnte ich gerade zweimal springen? Ja, das ist ja witzig. Mist, das wollte ich ja gar nicht. Aber es hat gereicht. Und es war eine 3, die durchgekommen ist. Ah, da sieht man mal, dass ich mich zu sehr für meine physische Stärke beim ersten Versuch verlassen habe und gar nicht daran gedacht habe, die Karten zu kombinieren. Es wäre vielleicht auch schneller gegangen, wenn ich Kombos benutzt hätte. Also die Karte zu stechen und dann so eine Stichkombo zu machen, so eine Bonuskombo. Aber beim letzten Kampf waren das dann 5 Karten, die ich in kurzer Zeit stechen muss. Und dafür habe ich irgendwie scheinbar nicht die Karten. Aber ist ja ganz gut, so braucht man jetzt gerade einen Part und hat... ein Questgebiet fertig, eine Karte. So, wollen wir noch zum Ausgang gehen? Da ich nicht weiß, ob hier auch Kämpfe kommen, speichere ich lieber mal.
I take it you're Riku. Are you with Ansem? You are half correct. Let us say that he is not the Ansem with which you are familiar. He is Ansem, and he is not Ansem. Perhaps a nobody best conveys the idea. Riddles were never my thing. Try again. He belongs to neither the light nor the dark, but walks the twilight between. Oh. Catching on now? Oh, yes. You also stand in between the light and the darkness. It appears we have much in common. Maybe. Like you said, there really is darkness left inside of me. But so what? Darkness is my enemy! And so are you for reeking of that awful smell! Oh, so it's a fight you want! Very good! I shall take you on. Will er gegen Sora und gegen Riku verlieren? Er ist sehr mutig. Aber ich weiß ja, dass er von Axel besiegt wird, nachdem Sora ihn den Arsch versohlt hat. Hey, ich habe plötzlich wieder 9er-Karten. Wieso pariert er das alles? Nein, da war sie gerade. Warum ist dadurch auf die Kombo kaputt? Ich verstehe nicht, was es mit dieser Parade da auf sich hat bei ihm. Ich habe keine Karten. Scheiße. 5 ist halt echt viel auch, finde ich. Es wäre cooler gewesen, wenn Mickey mich mal geheilt hätte. Wobei ich gerade gut Schaden mache. Sehr viel Schaden mache. Und der Gegner kommt zu nichts. Scheiße! Oh, knappe Sache. Zwei Level. I find coursing through you, there is a darkness of formidable power growing, well worth the trouble of aggravating you. All this excitement has provided me with invaluable data. What? Many thanks, Riku. It was a trick all along. Ein kleiner Balken. Gut, ich bin aber auch wieder bei 20 Minuten und werde an dieser Stelle auch erstmal wieder pausieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.